Hallöchen, meine lieben Freunde, es ist mal wieder soweit. Es gibt wieder jede Menge kleine Telefonschnipsel. Wir haben heute ein neues Video wieder mitgebracht für euch. Jede Menge einzelne kleine Telefonteile, die so nicht für ein eigenes Video gereicht haben, doch trotzdem zeigen diese vielen kleinen Stückchen ganz genau auf, was wir da eigentlich für Menschen am Telefon haben. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit den vielen kleinen einzelnen Telefonteilen. Ja, bitte. Hallo, guten Tag. Mhm. Schönen guten Tag. Mein Name ist Regina Meyer. Spreche ich mit Herrn Gerald, stimmt? Nee. Sie sind nicht Herr Gerald? Gerald ist mein Vorname. Ach so, Sie sind Herr Gerald Geburtsfeller, stimmt? Ja. Sehr gut. Wie gesagt, mein Name ist Regina Meyer. Ich bin Kontoberaterin von Immediate Edge German und ich habe gesehen, dass Sie haben Interesse mit Online-Handlung, ja? Sie haben unsere Werbung gesehen und danach Sie sind angemeldet. Stimmt das? Weiß ich nicht, ob das stimmt. Müssten Sie doch wissen. Bitte? Müssten Sie doch wissen, ob das stimmt. Oder überprüfen Sie denn nicht die Daten, woher Sie die kaufen? Herr Geburtsfeller, wie ich in meinem System sehe, Sie haben vor 10 Minuten bei unserer Werbung gesehen und angemeldet. Stimmt das? Nein? Nein, das stimmt nicht. Sie haben nicht Registration gemacht? Nö. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Okay, dann wohin bekommen diese Daten Ihre Name, Nachname, Telefonnummer und E-Mail-Adresse? Ja, weiß ich nicht. Das müssten Sie doch überprüfen. Das müssen Sie machen, bevor Sie die kaufen. Ja, ein Telefonat für den Herrn Gerald Geburtsfehler. Tja, so ist es halt, ja. Also, sie hat ja den Namen dem Anschein nach für seriös befunden. Finde ich immer wieder interessant, aber gut. Naja, klingt ja auf jeden Fall wenigstens schon mal nach einem deutschen Namen. Und naja, ist vielleicht auch nicht, tja, weiß ich nicht, so unglaubwürdig, aber schon Wahnsinn. Da legt sie einfach direkt auf das Mäuschen, weil sie nicht die richtigen passenden Antworten dazu bekommt, zu ihren komischen Fragen, die sie so gestellt hat. Tja, das sind halt die Anrufe vom Finanzmarkt, ne? Hallo. Hallo. Ja. Guten Tag. Heiße Jack. Ja. Und ich rufe Sie von Automatisiert Handelssystem. Wie geht's Ihnen heute? Mhm. Von welcher Firma aus rufen Sie denn an? Können Sie jetzt sagen, ich rufe Sie von Automatisiert Handelssystem. So heißt die Firma. Stock ZC. Ach so. Und nun? Ja, Sie haben ein Investitionskonto eröffnet bei uns, deshalb rufe ich Sie. Und was ist der Grund? Können Sie mir sagen, was bedeutet Ja, was ist denn jetzt der Grund Ihres Anrufs? Sie haben ein Investitionskonto eröffnet bei uns, deshalb rufe ich Sie, okay? Okay, und warum? Okay, ich möchte mit Zero Shorty sprechen. Sagen Sie mir, möchten Sie Ihr Konto aktiviert oder nicht? Ich weiß ja gar nicht, worum es geht, genau. Auf Ihre Handelskonto. Sie haben ein Investitionskonto eröffnet bei uns, Geld zu verdienen um das Finanzmarkt, okay? Wann denn? Vor 4 Monaten. Ach so, und da rufen Sie jetzt an? Ja, genau. Aha. Aber ich verstehe den Grund Ihres Anrufs noch nicht so richtig. Ich möchte mit dir aus heute sprechen. Schönen Tag noch. Tschüss. Tja, kann ja los. Also er möchte mit seriösen Leuten sprechen, hat unser, ja, netter Jack hier am Telefon erzählt. Komisch. Aber warum ruft er denn an? Er ist ja selber einer von den unseriösen Leuten. Tja, einfach nur absolut unterirdisch. Aber den Jack, den hat man hier auf dem Kanal tatsächlich jetzt schon etwas öfters gehört. Der ruft ziemlich oft an. Hat aber nicht nur bei Stocks DC gearbeitet, soweit ich weiß, der war auch schon bei den anderen Trading-Betrügern unterwegs. Absolut unterirdisch. Tja, aber wie gesagt, das sind heute Anrufe, die vom Finanzmarkt kommen, ne? Ja, bitteschön. Schönen guten Tag, hier spricht der Herr Meyer, grüße Sie erstmal. Mhm. Und zwar, ich rufe heute an, aber mit ein paar Informationen über Online-Handel und Online-Trading. Aha. Wissen Sie vielleicht, was das ist, oder haben Sie irgendwelche Erfahrungen damit gemacht? Ich mache mir jetzt erstmal Gedanken, wo Sie die Daten eingekauft haben. Sie haben die selber hingelegt, keiner hat die gekauft. Nee, ich habe die nirgendwo hingelegt. Bitte nochmal? Ich habe die nirgendwo hingelegt. Sie haben ja früher Werbungen angeschaut von Onlinehandel, von Bitbandunternehmen, von uns und so. Nee. Und, wo soll ich denn die angeguckt haben? Im Internet? Nee, wo sonst? Das geht ja gar nicht. Ich habe ja bloß ein ganz altes Telefon. Ja, wir leben in 2022. Das kann ja nicht sein. Möchten Sie mich hier anlügen oder wie? Nö, aber ja, Sie okay, dann verstehen Sie auch Lügner und Krimineller. Sie sind doch ein Krimineller. Sie sind Betrüger.
Ich weiß ja nicht, ob ihr im Hintergrund auch richtig hingehört habt. Der nette andere Kollege, der da im Hintergrund noch ziemlich laut zu hören war, der hatte auch was von der Polizei erzählt. Ist ja höchst interessant. Kommt wohl öfters vor, dass man in dem Callcenter von den Kunden angebrüllt wird oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber schon wahnsinnig schauderhaft, was das eigentlich für Leute am Telefon sind, die uns die Kohle aus der Tasche ziehen sollen. Tja. Und da hat er sich ganz schnell wieder aus dem Staub gemacht, als man nicht mitspielen wollte. Aber so ist es doch. Die kaufen die Daten illegal im Internet auf. Oder ihr tragt die auf einer Datensammelwebseite ein und landet direkt bei denen. So funktioniert halt das Konzept. Tja, aber dass er das gleich unseriös fand, dass man kein modernes Gerät zu Hause hat. Also ich brauche jetzt bloß mal von Rentnern ausgehen. Die haben jetzt nicht alle einen Computer und zwingend einen Smartphone. Zwar immer mehr mittlerweile, aber naja... So viele jetzt denn doch nicht. Also, dass das jetzt gleich unseriös ist, halte ich für ein Gerücht. Deutsches Abzockercenter? Wen wollen Sie denn abzocken? Genau dran. Tja, da wollte wohl einen Betrüger anrufen, aber hat dann gleich keine Lust mehr gehabt und nichts mehr gesagt. Ist auch ziemlich oft, dass die Betrüger am Anfang, wenn das Telefonat gerade erst gestartet ist, ihr Mikrofon noch aushaben. Ist sicherlich meistens deswegen, weil sie sich privat mit den Kollegen nebenan unterhalten wollen. Tja, und wenn ein Kunde reinkommt, dann nehmen sie halt das Gespräch an, wenn es unbedingt sein muss. Ne, und machen ihr Mikrofon wieder frei, dass man sie auch hört. Deutsches Kanackentelefon, schönen guten Tag. Ja, einen schönen guten Tag, Herr Carsten. Antonia Scott ist mein Name. Wie geht es Frau Ihnen? Frau Kurt, also so wie die braune Wurst auf der Straße, wo die Hunde da hingemacht haben. Wie bitte noch einmal? Wie die braune Wurst auf der Straße, da wo die Hunde hingemacht haben. Braun. Also ich rufe Ihnen von der Firma Globales Börse, Herr Carsten. Ja. Und, aber warten Sie mal, ich muss jetzt erstmal mein Schnitzel aufessen. Wenn ich mein Schnitzel aufgegessen habe, können Sie nochmal anrufen. Bitte langsam, weil ich verstehe Sie nicht. Ja, ich habe gerade Mund voll, also gleich. Was haben Sie? Den Mund voll. Den Notfall? Ein Notfall? Nee, kein Notfall, den Mund voll. Ach, ist doch egal. Ich habe jetzt keine Zeit. Sie haben jetzt keine Zeit, haben Sie gesagt. Ja. Also, okay, kein Problem. Ich rufe Ihnen, wenn Sie Zeit haben. Bitte gib mir eine wichtige Uhrzeit, dann kann ich Ihnen noch einmal anrufen. Ja, einfach nochmal irgendwann probieren, weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt keinen Kalender hier. Bis später. Wie bitte? Ja, da will die nette Betrügerin schon einen Termin mit mir ausmachen. Ich sage ihr, sie soll irgendwann nochmal anrufen und sie hat's wieder nicht verstanden. Ja. Also, so langsam fragt man sich wirklich, was da eigentlich für Leute am Telefon sitzen. Die Lautstärke im Hintergrund war ja auch wieder atemberaubend. Mal keine Musik, aber vielleicht hatten sie auch gerade einfach nur die Playlist zu Ende, ich weiß es nicht. Schauen wir mal zum nächsten Gespräch. Was ist denn? Hallo, einen schönen guten Tag. Hallo? Ja, was ist denn? Hallo, guten Tag. Hallo? Dem Anschein nach hatte ich wohl jetzt mal bei mir eine Störung in der Leitung, dass die nette Betrügerin mich wohl nicht verstanden hat. Passiert. Ja, bitte? Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Gerolde? Ja. Lukas Reck am Apparat, Herr Gerolde, und ich melde mich von Economics Handelsblatt. Was für ein Lukas? Lukas Reck. Aha, okay. Also... Und ich melde mich von Economics Handelsplattform. Es geht über Online-Investitionen an der Börse. Aha. Und der Grund meines Anrufs ist wegen Ihrer Anmeldung in unserem Unternehmen. Haben Sie früher mit dem Online-Handel zu tun gehabt oder ist das erste Mal, dass Sie traden möchten? Nö, ich habe da ganz viel Ahnung. Wie bitte? Na, ich habe auf Ihre Frage geantwortet. Ja, ich habe Sie leider nicht sehr gut verstanden. Nee? So ein bisschen lauter im Hintergrund, vielleicht mal die Musik ein bisschen leiser machen, dann würden Sie was hören. Ja klar, haben Sie recht. Ja. Und ist das erste Mal, dass Sie investieren möchten? Oder haben Sie früher das gemacht? Na, habe ich doch gerade schon geantwortet. Ja, aber was haben Sie geantwortet? Ich habe Sie leider nicht verstanden. Ach so, da habe ich gesagt, ja, da habe ich ganz viel Ahnung. Haben Sie viel Ahnung? Ja. Also, das heißt, dass Sie schon Erfahrung haben. Also, es war gute oder schlechte Erfahrung? Ja, eine gute. Hab ja selber gehandelt, ja.
Also haben Sie selber gehandelt. Na klar. Das freut mich. Ja, mich auch. Also, die Anmeldung, die Sie in unserem Unternehmen gemacht hätten, möchten Sie mit uns arbeiten? Ich weiß nicht mal, welche Anmeldung. Wann habe ich mich dann angemeldet? Beim Economics haben Sie angemeldet, vor einer Woche. Ja, und wann? Vor einer Woche? Nee, das kann nicht sein. Ja. Das kann nicht sein? Nee. Okay, dann einen schönen Tag wünsche ich Sie, wenn Sie keine Anmeldung bei uns gemacht hätten. Mhm. Wünsche ich mir auch. Und verpiss dich jetzt. Ja, das kannst du auch machen. Betrüger. Ah, es war ein Hurensohn. Nee, das bist ja du. Du bist ja ein Kriminell. Also es ist schon unfassbar, oder? Also ich meine, ich war ja noch nett zu ihm. Das Gespräch war ja jetzt ja eigentlich gar kein Grund, irgendwie ausfallend zu werden. Warum eigentlich? Wieso? Wozu? Also was habe ich denn ihm getan? Ich habe halt nur keinen Bock auf seinen Trading-Mist. Und er fing da direkt an zu beleidigen, weil er nichts verkauft und kein Geld einnimmt. Tja, weiß ich nicht. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass sie irgendwelche Quoten erfüllen müssen und dann natürlich ziemlich angepisst sind, wenn sie die nicht erfüllen und, tja, keine Ahnung. Ich kann es mir nur so vorstellen. Also einen anderen Grund kann es doch überhaupt gar nicht haben, warum die so direkt beleidigend am Telefon werden, nur weil man, ja, den nicht ihr, oder, also das ihr, nur weil ihr euer Geld da nicht hingebt, wird er direkt ausfallend. Interessant. Tja, sind halt Anrufe vom Finanzmarkt, ne? Hier ist die gute Gudrun. Hallo, schönen guten Tag, Herr Steiner. Was heißt Lukas denn, mein Schätzchen? Wie bitte? Ja, was denn los? Also, Lukas Reck am Apparat und ich melde mich von Economics, Handelsplattform. Nicht Lukas Preis? Lukas Reck am Apparat. Ach so, ich dachte Lukas Preis. Nee. Also, nee? Ich melde mich von Economics, Handelsplattform. Es geht über Online-Investitionen an der Börse. Ui, das tut mir aber leid. Und wieso? Das klingt ja sehr traurig. Sehr traurig? Ja. Schade. Also, der Grund meines Anrufs ist wegen Ihrer Anmeldung in unser Unternehmen, Herr Steiner. Nee, das stimmt ja nicht. Haben Sie früher mit dem Onlinehandel zu tun gehabt? Ja. Und wie war Ihre Erfahrung? Entzückend. Sehr gut, das freut mich. Ja, mich auch. Also, möchten Sie mit uns arbeiten? Was habe ich denn davon? Wie bitte? Was habe ich denn davon? Also, es geht wegen Online-Investitionen. Wenn Sie investieren möchten in einem lizenzierten Unternehmen mit einem professionellen Broker, haben Sie den richtigen Unternehmen gefunden? Ja, habe ich. Ja, klar haben Sie. Mhm. Jetzt, wie viel ist der Betrag, dass Sie investieren möchten? Ja, was ist denn 7 mal 12? Wie viel? 7 mal 12. 7 mal 12? Ja. Okay, warte ganz kurz, bitte. Geht es nicht um Kopf? Doch, es geht um Kopf. Ja, aber du brauchst einen Taschenrechner. Okay, dann benutzen Sie Anydesk? Nee. Nee, TeamViewer? Nee, ich habe da was ganz Abgefahrenes. Okay, wie möchten Sie Ihrem Konto aufladen? Mit einem Kreditkarte oder mit dem Bank überwiesen? Na, gar nicht. Gar nicht? Ja. Aber wie möchten Sie investieren? Na, auch nicht. Auch nicht? Nö. Und warum sagen Sie das nicht am Anfang? Na, haben Sie doch nicht am Anfang gefragt. Und ich dachte mir, ich kann noch ein bisschen Zeit vom Betrüger verwenden. Möchten Sie mit uns arbeiten? Ja, haben Sie gesagt. Nee, habe ich nicht. Ich habe das aufgezeichnet. Ach, das können wir uns noch mal anhören. Ach so. Ja. Ich habe gedacht, dass Sie mit uns arbeiten möchten. Nee. Aber leider ist es nicht so, weil es gibt auch solche Hürensohne, so wie Sie. Ja, ist halt so, wenn man Betrüger ist, ne, dann. Ja, genau. Ist halt so, wenn man Betrüger ist. Dann enttarnt man sich mit den Beleidigungen direkt wieder selbst, weil man, ja, eigentlich gar nicht so richtig weiß, was man sonst sagen soll. Und ja, dann beleidigt man halt direkt die Kunden, die man da an der Leitung hat. Oh Mann, aber ich habe ihm echt nicht gesagt, dass er eine Chance bei mir hat. Hat er sich wohl eingebildet? Weiß ich nicht. Und dann gleich direkt wieder beleidigend werden. Aber die Frage hat er mir ja auch nicht eingangs gestellt. Also frage ich mich, was er da gehört hat. Einfach nur Wahnsinn. Aber gut, das sind halt die Anrufe, die man so vom Finanzmarkt bekommt. Ich find's einfach nur gruselig. Ja, aber passt ja.
ist einfach nur abgefahren. Und das sind die Leute, die ja euer Geld vermehren wollen. Muss man ja immer wieder dazu sagen. Von daher, wenn ihr solche Anrufe und Telefonate habt, legt am besten einfach, ohne noch mit denen zu reden, direkt auf. Dann könnt ihr euch jede Menge Ärger sparen. Ja, bitte. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Lukas Janowski. Bin ich also im Gespräch mit dem Herrn Walter Schaukelpimmel, bitte? Ja. Schön, Sie am Apparat zu haben. Ich melde mich also von der Auto-Trading-Software, Herr Schaukelpimmel, da wo Sie auch bei uns einen Account angemeldet haben, mit der E-Mail gegal.lauterbach@ddr.gmbh. Ist das noch korrekt, bitte? Mhm. So, also Herr Schaukelpimmel, ich weiß nicht jetzt, wie Sie sich da angemeldet haben, weil wir machen verschiedene Werbung bei Amazon, bei Höhle der Löwen. Sind sehr noch andere Werbung, die wir stattgefunden haben, aber ich frage mich, ob Sie schon mit jemandem ins Kontakt kommen könnten. Hat sich jemand da gemeldet oder wurden Sie nur von verschiedenen Leuten nur belästigt, Herr Schaukel? Ja, haben nur ganz viele Betrüger, so wie Sie, angerufen. So wie ich? Ja. Und wie könnten Sie das beweisen, dass ich ein Betrug bin, bitte? Erst. Ja, weil Sie nicht bei Amazon Werbung machen und bei Höhle der Löwen auch nicht. Das ist eine Fake-Werbung. Wir machen Werbung überall. Nee, wenn macht er nicht. Glauben, das ist gelogen. Machen wir auf jeden Fall. Ja, machen Lügner. Sicherheit. Doch, du bist ein Lügner. Ein Kriminellügner. Na, können Sie sagen, was Sie wollen. Schlechter. Können Sie sagen, was Sie wollen. Ja. Ich verdiene mein Geld ganz gut. Machen Sie sich keine Sorgen. Ja, aber machen Sie illegal. Na, ist schon ganz gut. Wir machen das illegal schon. Machen ja, weiß ich. Das darf das jeder machen. Jeder darf traden und wir machen das. Doch, das, nee, auf das jeden ist, Fall. Nee, erstmal darf nicht jeder traden, sondern nur jeder über 18. Und zum Zweiten darf man damit keinen Betrug begehen. Ja, auf jeden Fall, jeder über 18 ist ja logisch. Was wollen Sie denn meinen? Kann ein 17-Jähriger hier etwas machen? Um Gottes Willen. Das braucht man nicht zu nennen, weil das muss man auch schon wissen. Kriminelle Betrüger, die das ausnutzen, die Leute verarschen. Danke, ich wünsche noch einen schönen Tag. Ja, Betrüger. Naja, auch wenn der jetzt nicht so unterirdisch war, wie die meisten anderen Betrüger, die wir hier haben, ja, er hat ja doch eigentlich schon selbst gezeigt, dass er wieder zu den Leuten gehört. Tja, leere Versprechungen, man kennt's ja nicht anders. Das ist man ja eigentlich sogar gewohnt von den Betrügern, dass sie einem irgendeinen Blödsinn erzählen von einer angeblichen Regulierung. Und schön, wer jetzt ja sich gewundert hat, ach, um Gottes Willen, man darf ja nicht unter 18 traden, ist ja logisch. Ja, wenn es logisch wäre, dann würde er schon gar nicht anrufen, wenn alles so logisch wäre, weil sein Anruf an sich ist ja schon illegal. Tja, denn es ist nichts anderes als eine Kaltakquise. Er hat ja sogar gesagt, dass er gar nicht weiß, woher meine Daten kommen. Ich bin da halt angemeldet und ja, jetzt, was machen wir nu? Also ja, also es bleibt halt trotzdem Betrug. Tja, auch wenn die Betrüger sich selbst nicht als Betrüger sehen. Tja, nur weil man sich selbst nicht als Betrüger sieht. Heißt es ja noch lange nicht, dass man dann kein Betrüger ist. Tja, Betrüger sind's trotzdem alles, die hier bei uns auf der Leitung anrufen. Und das ist halt auch sicher, weil letztendlich habe ich niemandem, der hier bei mir auf der Leitung anruft, jemals zu irgendeinem Zeitpunkt eine Anruferlaubnis gegeben. Das heißt, er ist ein Betrüger. Ja, bitteschön. Hallo, schönen guten Tag, Herr Günther. Ja. Lukas Reck am Apparat und ich melde mich von Economics Handelsplattform. Es geht über Online-Investitionen an der Börse. Ah, also einer von den Betrügern. Was für ein Betrüger, du verfickter Hurensohn. Na gucke, schon hast du es bestätigt. Schwanzlutscher, Wichser. Genau. Also mit Mühe hat das ja wohl irgendwie überhaupt nichts zu tun. Es ist der absolute Wahnsinn, was die sich eigentlich da am Telefon leisten und sich dabei währenddessen selber noch für seriös befinden. Ja, irgendwie ist es schon krank, aber tja, es sind halt die Betrüger vom Finanzmarkt. Anders kann man es halt einfach nicht sagen. Ich find's halt immer nur wieder erschütternd, dass die sich halt so für, ja, weiß ich nicht, legitim, vernünftig selbst befinden, aber sind sie halt einfach nicht. Es ist einfach und bleibt Betrug, was die hier am Telefon veranstalten. Wie kann ich dir helfen? Hallo, schönen guten Tag. Herr Trüger. Ja. Lukas Reck am Apparat und ich melde mich von Economics Handelsplattform. Es geht über Online-Investitionen an der Börse. Das ist aber toll. Ist das toll? Ja, klar ist das toll, weil Sie können Geld verdienen von zu Hause. Ja. Haben Sie früher mit dem Online-Handel zu tun gehabt oder ist das erste Mal? Nee.
Ist das erste Mal? Ja. Okay. Ich erkläre Sie ganz gut, wie es funktioniert, Herr Trüger. Es ist eine... Das heißt Ihnen, nicht Sie. Wie bitte? Das heißt, Sie erklären Ihnen, nicht Sie erklären Sie. Ich erkläre Sie. Nee, Ihnen. Ihnen, sorry. Ja, mein Kopf ist Katastrophe jetzt, weil ich habe mir für, also 5 Minuten bevor ich Sie anrufe, ich habe mit einem Kunde gesprochen, aber der ist sehr dumm im Kopf und der macht mich kaputt. Jedes Mal, dass ich mit der anrufe. Ja, also, aber ich möchte mit keinem Geschäfte machen, der so redet. Wie bitte? Ich möchte mit keinem Geschäfte machen, der so spricht. Wie spricht? Ja, so wie Sie. Wie spreche ich? Ja, Sie ziehen über Ihre eigenen anderen Kunden her und beleidigen die. Das möchte ich nicht. Damit ja, klar, weil er ist ein Dummkopf. Er weiß Bescheid. Und genau so wie Sie auch. Sie auch sind ein Dummkopf. Ja. Aber immerhin bin ich kein Betrüger. Was für ein Betrüger? Na, du bist ein Betrüger. Ja, schauen Sie Ihren Nachnamen, Betrüger. Betrüger. Ja. Haben Sie den B vergessen oder wie? Guck mal, wo haben Sie den B verloren? Auf dem Weg von zu Hause? Ja. Achso, es tut mir sehr leid. Ja. Schade. Deine Geschichte ist, ich weine jetzt. Ja, toll. Bitte legen Sie auf, ich weine jetzt. Ich habe auch kein Handtücher. Nee, ich warte, bis du aufgelegt hast. Okay. Und das hat er dann auch direkt gemacht. Lustigerweise war das tatsächlich der gleiche Kerl, den wir gerade eben zuvor schon im Gespräch hatten. Tja, aber der hat sich wohl gedacht, er ruft einfach nochmal an und schaut, ob er uns nochmal irgendwie belästigen kann. Mit dem, was er da so tut. Sie haben eine Textnachricht von 0049211936739890 erhalten. Die Nachricht lautet, wir haben Ihnen gerade eine E-Mail wegen einer neuen Forderung gegen Sie zugesandt. Bitte dringend zurückmelden oder WhatsApp unter https://ecg.nrw/700283357. Sie können sich auch im Schuldnerportal einloggen, um Info zu erhalten oder Zahlung zu vereinbaren. https://schuldner.nrw/quicklocken?@= 700283357 und #848497bar5d. Sie haben eine Textnachricht von 0049211936739890 erhalten. Die Nachricht lautet, wir haben Ihnen gerade eine E-Mail wegen einer neuen Forderung gegen Sie zugesandt. Bitte dringend zurückmelden oder WhatsApp unter https://ecg.nrw/700283357. Sie können sich auch im Schuldnerportal einloggen, um Info zu erhalten oder Zahlung zu vereinbaren. https://schuldner.nrw/quicklocken?@= 700283357 und #848497bar5d. Ja, also das habe ich hier tatsächlich auch zweimal drin gelassen, damit man es sich mal genau anhören kann. Hier haben wir wieder so eine Betrugsmasche, wo man sich in sein E-Mail-Postfach einloggen soll und dann eine Rechnung auf euch wartet. Ich habe jetzt leider kein passendes Bild dazu gefunden. Dadurch, dass ich hier viel zu viele E-Mails bekomme, konnte ich das Ganze jetzt nicht wirklich zuordnen. Aber ja, die Masche dahinter ist, man macht euch eigentlich nur Angst, dass ihr angeblich irgendeine Rechnung nicht bezahlt habt. Und da meldet sich dann dieses angebliche Inkasso. Da haben wir ja hier tatsächlich schon verschiedene Variationen gehabt von Inkassos, die sich hier bei uns gemeldet haben und Kohle von uns wollten. Eins war mit einer gruseligen Stimme, wo es im Hintergrund sogar noch in der Küche geklappert hat. Und neulich hatten wir ein Gespräch von einem jungen Mann, der sich ein bisschen professioneller angehört hat. Hier haben wir wieder eine nette Tante am Telefon, die uns, ja, auf elektronisch zumüllt. Tja, aber was steckt dahinter? Na, nichts. Denn eine Forderung gibt's nicht. Die hat man sich lediglich einfach ausgedacht. Wenn ihr jetzt aber die E-Mail aufmacht und die Rechnung bezahlt, ja, dann habt ihr zwar bezahlt, aber ja, für eine Rechnung, die ihr sonst ja eigentlich nicht gehabt hättet. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Maria Braun am Apparat. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut bei Ihnen? Ja, ich weiß, dass du eine Betrügerin bist. Sie haben Interesse gezeigt über Online-Handel. Wir sind vom Finanzamt. Nein? Doch.
Warum denken Sie so? Ja, hört man ja schon an der Musik im Hintergrund. Ja, und? Hm? Das ist unsere Firma. Ja, schämlich. Ja, Sie haben eine Anmeldung gemacht. Sie haben Shame kein Interesse und... Okay, alles klar. Ja, das war wohl wieder mal eine Betrügerin der Marke Ich verstehe nix und laber einfach weiter und versuch's mal. Vielleicht ist der Kunde trotzdem so blöd und zahlt ja doch noch irgendwie ein, obwohl er die ganze Zeit gesagt hat, ja, Betrügerin. Ich weiß es auch nicht, was die sich vorstellen. Also manchmal frage ich mich wirklich, woran es den Betrügern noch fehlt. Ich meine, dass sie jetzt, ja, mit der Intelligenz nicht so doll zu tun haben. Hört man ja immer wieder raus. Aber was hier wirklich ab und zu mal passiert, sowieso was Gruseliges jetzt hier gerade eben, der absolute Kracher. Da fragst du dich wirklich, was sitzen da eigentlich genau für Leute am Telefon? Guten Tag. Hallo, guten Tag, Scham. Ja, Steinfeger. Hallo, ich bin Barbe. Ja, ich bin Barbe, in der Life in der Bäreferin. Ich möchte Ihnen die richtige Information über Kryptowährungen geben. Wissen Sie etwas über Krypto? Was soll ich denn darüber wissen? Wissen Sie etwas über Kryptos oder Kryptowährung? Ja, was soll ich denn darüber wissen? Okay, ich möchte gerne wissen, ob Sie Erfahrung in diesem Bereich haben. In welchem? Bitte? Ja, in welchem? Okay, ich werde Ihnen genau zeigen, wie Sie Wissen und Gewinn machen und richtige gutes Geld verdienen können, ja? Lassen Sie mich das erklären, was Sie machen, dann treffen Sie bitte Ihre Entscheidung, ja? Ich werde einige wichtige Punkte... Was? Bitte? Ja, erzählen Sie. Okay, ich werde einige wichtige Punkte erläutern und sehen, okay? Aha, na dann, los. Okay. Kryptowährung ist ein digitales Geld, funktioniert wie Euro oder US-Dollar, damit wir was kaufen, verkaufen oder umtauschen können, ja? Aber die nicht anfassen können. Aber Preis von Kryptos ändert sich immer. Mit richtigen Infos und richtigen Zeitpunkt kann man gutes Gewinn bekommen, ja? Also soll ich unsichtbare Sachen kaufen, die man nicht sehen kann und nicht anfassen und nicht riechen und nicht schmecken? Nein, nein. Ich helfe Ihnen auf dem öffentlichen Plattformen beim Registrierungsprozess anfangen. Auf dem Markt gibt es 2 Plattformen. Eine ist private Plattform, wo arbeiten Sie mit dem Broker? Also wenn ich Ihnen da noch länger zuhören muss, dann kommt da was Flüssig hinten in die Hose. Das ist ja schon braun, was Sie da erzählen. Was nicht brauchen? Was? Einen Moment bitte, warten Sie bitte kurz. Ja? Eine ist private Plattform, wo arbeiten Sie mit dem Broker und machen Sie Handel. Und zweite ist öffentliche Plattform. Öffentliche Plattform? Wo Sie Leitender... Wie bitte? Die ist offen, die Plattform. Und so die Tür offen belassen, oder wie? Nein. Nee? Wo Sie Leitender, Beraterin arbeiten müssen und machen Sie nur Investitionsprozesse. Eine wichtige Sache in diesem Bereich ist, dass es nicht Ihre Privatgeld zu anderen Konten verweist. Haben Sie da auch jemanden, der Deutsch kann? Weil Sie versteht man ja nicht. Verstehen Sie nicht? Nee, haben Sie da jemanden, der Deutsch kann? Sprechen Sie auf Deutsch? Ja, wäre schön, wenn ich da auch jemanden bekommen könnte, der Deutsch kann. Ja, aber ich bin Ausländer, ja? Ja, und das gefällt mir nicht. Das ist meine Arbeit. Ja, aber ich verstehe dich nicht. Okay, ich will wiederholen. Ja, dann müssen wir nochmal von vorne. Ganz langsam. Okay. Ja. Ich helfe Ihnen auf dem öffentlichen Plattformen beim Registrierungsprozess anfangen. Was ist öffentlich? Das ist Sextrade. Wissen Sie Sextrade? Sextrade? Oder das hört sich ja an wie eine Sexplattform. Was habe ich denn damit zu tun? Nein. Oder Binance. Wissen Sie, was ist das? Was für Beine? Wer hat ja. Beine? Okay. Ist das ein Theaterstück, was Sie da vorspielen? Nein. Auf dem Markt gibt es 2 Plattformen. Eine ist private Plattform, wo arbeiten Sie mit dem Broker und machen Sie Handel. Und zweite nee, ich arbeite bei Aldi an der Kasse. Ich nicht verstanden, was Sie sagt. Ja, deswegen habe ich ja noch jemanden Deutschen gefragt, der vernünftig Deutsch kann. Da braucht man, glaube ich, nicht mehr nach Sonnenschein fragen. Also wenn man so eine Mitarbeiter hier dran hat, vom Finanzmarkt, die Finanzklopse, Finanzpickel oder wie auch immer man die nennen mag, also Kakerlaken bevorzuge ich ja. Also weiß ich mal nicht. Man sagt hier schon von Anfang an, dass da irgendwas faul ist und man hört ja auch eigentlich gar nicht richtig zu. Die merkt schon meine Agro-Stimmung, aber Hauptsache die macht in ihrem Skript weiter, weil sie dann irgendwie Geld verdienen will, ich weiß es nicht. Also
Findet man da noch Worte für? Es ist absolut schauderhaft, was die da für Theaterstücke am Telefon vorspielen. Man versteht die nicht, die nuscheln, die reden viel zu schnell und dann lesen sie das meiste eigentlich auch nur noch ab. Und dann beschweren sie sich, wenn sie uns nicht verstehen oder ich mich beschwere, dass ich mich über sie beschwere, beschwert sie sich darüber, dass ich mich über sie beschwert habe. Kann da noch jemand folgen? Ja, machen wir mal weiter. Hallo? Ja. Ja, hallo, schönen Tag, Herr Sigmund Voldemort. Was denn? Ja, mein Parat ist Luca May. Ich melde mich wegen Ihrem Handelskonto, Herr Voldemort. Sie haben sich also auf unserer Webseite registriert mit Ihrer E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Name Wann und denn? Nachname. Bitte? Wann denn? Das war vor einer Woche. Das ist gelogen, das stimmt nicht. Was stimmt nicht? Na, vor einer Woche habe ich mich nirgendwo angemeldet. Wann haben Sie sich denn wieder registriert? Das müssen Sie mir doch sagen können. Hier steht doch mein System vor einer Woche. Vor einer Woche. Das stimmt nicht. Wann denn bitte? Da waren die Daten gerade gekauft. Die Daten wurden gekauft? Mhm. Muss ja dann vor einer Woche gewesen sein. Ja, vor einer Woche. Nee. Und Sie? Sie haben sich hier registriert? Nee. Doch? Nee. Wann denn bitte? Ja, gar nicht. Gar nicht? Die Daten einfach gekauft vor einer Woche. Fertig. Genau so sieht's aus, denn die Betrüger, die kaufen eure Daten in der Regel. Also wenn dann ein Betrüger anruft und sagt, man hat sich gerade eben angemeldet, dann wird es schon so sein. Aber meistens sind's denn doch die Betrüger, die, tja, die Daten halt im Nachhinein nochmal kaufen und das gleiche Skript nur noch einmal probieren. Ich find's jedes Mal aufs Neue witzig, dass die denken, man nimmt das irgendwie ernst. Aber wenn man hier schon massig solche Anrufe bekommen hat, dann kann man die irgendwie nicht mehr ernst nehmen. Weil es ist eigentlich nur noch albern. Die erzählen einem, man hätte sich da vor einer Woche registriert. Stimmt aber nicht. Man hat sich nur einmal bei einer Werbung registriert und danach werden die Daten tonnenweise weiterverkauft. Tja, und dann sagen die nur, dass man sich da registriert hat. Kann vielleicht sein, dass die Mitarbeiter das so denken, weil sie ihr Skript, was sie da vorlesen, nicht abgeändert haben, darauf, dass die Daten gekauft wurden. Ja, ich weiß es auch nicht. Hier bitte. Ziemlich kurzes Gespräch. Mehr Inhalt hatte das ganze Gespräch auch nicht, aber ich wollte euch mal wieder drin lassen, wie schön laut es da eigentlich in den Callcentern ist. Absoluter Wahnsinn. Tja, aber hier wurde dann von der Gegenseite einfach beendet. Keine Ahnung, ob der Name von mir nicht gepasst hat und das aufgefallen ist, dass da irgendwas komisch ist. Muss ja irgendwie so gewesen sein. Oder die hatte halt gerade keine Lust zu arbeiten. Das kommt natürlich auch hin und wieder mal vor in den tollen Callcentern. Ja? Hallo, guten Tag. Bin ich richtig mit der Karl Stoffel? Mhm. Sind Sie am Apparat zu haben? Wie geht es Ihnen, Herr? Entzückend. Was möchten Sie denn? Mein Name ist Martin. Ich bin ein Finanzexperte und ich melde mich gerne wegen einer Anmeldung, die Sie in die Börse gemacht haben. Aha. Was ist denn für eine Anmeldung? In die Börse online. Onlinehandel. Aha. Und auf welcher Seite? Trader Aktiv heißt die Seite. Aha. Bin ich richtig, ja? Weiß ich nicht. Wie bitte? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also, ich erkläre nochmal. Haben Sie eine Information gelesen oder ein Video geschaut, wie können Sie mit den Aktien von Tesla und Amazon handeln kann? Nee. Aber ich habe bekommen, die Ihre Daten aus diesem Grund, ja? Aha. Mhm. Jupp, ganz genau. Und wenn man dann nicht weiter weiß, legt man halt einfach direkt wieder auf. Man kennt's nicht anders. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr über unsere netten Betrüger hier so gedacht habt. Wer mag, kann gerne auch mal auf TikTok vorbeischauen. Hier gibt's jede Menge Kurzvideos. Den Link findet ihr zu TikTok direkt unten in der Videobeschreibung oder mal direkt auf dem Kanalprofil von Callcenter Abzocke schauen. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Hasst mich nicht für meine Worte. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.